Doch das mysteriöse Höllenpferd Shaitan wusste erstaunlicherweise über die Identität Cheyennes und dass er der einzigste Schattenprinz seiner Art war, Bescheid und beschloss, den letzten Schattenprinz zu töten. Wie weit ist es denn noch? Wir können nicht mehr. Keine Sorge, ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Keine Bange. Ah, yeah, juhu. Es geht wieder nach unten. Yippie. Geht ihr nur, Jungs. Ich bleibe hier und halte ein bisschen Ausschau. Ich komme gleich nach. Yeah, juhu, endlich! Wir haben die Berge hinter uns. Wir haben wieder richtige Erde unter unseren Hufen. Yeah, baby, woohoo! Hey, wie weit ist es denn noch bis zum Meer? Und zu eurem Reich? Wir können nicht mehr.
Geduld, Jungs. Schaut doch nach vorne. Da glitzert's doch. Seht ihr's nicht? Na Jungs, habe ich euch zu viel versprochen? Wir sind am Meer. Et voilà. Wuhu! Yay! Am Meer! Yippie! Juhu! Hey yo, Cheyenne! Wir sind ja jetzt am Meer und alles, aber wie soll's denn jetzt eigentlich weitergehen? Wegen unserer Mission, wegen diesem Shaitan da. Oh Mann, ich hatte gedacht, du ersparst mir das. Ach, na gut, wenn du es unbedingt wissen willst. Wir müssen ihn suchen und ihn daran hindern, alle Pferde zu töten. Na, du machst mir Spaß, der Kerl könnte überall sein. Wo könnte der denn seinen Unterschlupf haben? Er ist ein Höllenpferd. Irgendwo in der Hölle wahrscheinlich. Ich meine, zu einem Höllenpferd gehört ja auch eine Hölle. Ja, schon, aber wo soll die sein? Im Himalaya oder was? Was fragst du mich? Keine Ahnung. Was hältst du davon, wenn wir unsere neue Freundin Avestina um Rat fragen würden? Die weiß bestimmt, wo wir diesen Shaitan finden können. Ja, glaube ich auch. Ich gehe mal zu ihr. Hey, Avestina! Wir brauchen mal kurz einen Rat von dir. Avestina? Hi, Cheyenne! Lass dich nicht von mir ablenken. Ich kühl mir nur die Hufe. Kann ich was für dich tun? Ja, kannst du. Wir bräuchten mal deinen Rat. Hallo, Cheyenne. Was soll ich dir denn sagen? Nun ja, weißt du zufällig, wer Shaitan ist und wo er sein Versteck hat? Shaitan? Ja, den kenne ich. Vermaledeites Höllenpferd. Ich weiß, wer er ist, aber ich weiß leider nicht, wo er sein Versteck hat. Tut mir leid, Jungspross. Macht nichts, ich hab mir schon irgendwie gedacht, dass sowas kommt. Tut mir echt leid, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann. Nee, lass gut sein. Schon okay. Wollt nur wissen. Tut mir leid. Cheyenne! Oh, Mann, shit! Cheyenne, alles okay bei dir? Cheyenne! Cheyenne? Oh je, bei mir läuten die Alarmglocken. Cheyenne, alles okay? Autsch! Ja, alles okay. Trotzdem danke. Kein Problem. Während unsere Freunde eine gute Zeit haben und sich ausruhen im Schutz ihrer neuen Freundin Avestina, der Königin der Urpferde, und sie können sich's bequem machen an einem schönen Meer, ahnen sie nicht, dass sie schon auf dem besten Weg sind in ein neues Abenteuer, in eine neue Gegend, die geprägt sein wird von Zerstörung und Tod. So, meine kleinen Freunde, nun ist es Zeit für den Abschied. Ich hoffe, ihr konntet euch gut bei mir ausruhen und Kraft tanken für eure nächste Reise. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Och Mano, wir würden gerne noch hier bleiben. Das ist so schön hier. Avestina, was war das denn? Keine Sorge, Sonnenherz. Das war nur einer unserer Krieger. Die sind zurück. Das ist immer so laut bei uns. Wie? Ernsthaft?
lass uns abhauen, Cheyenne! Du Ober-Mega-Feigling! Ach ja, das war ja ganz cool bei Avestina. Wir haben tatsächlich Kraft getankt und sind bereit, uns in ein neues Abenteuer zu stürzen. Aber glaubst du, dass wir wohlbehalten wieder zurückkommen und dieses weitere Abenteuer auch so gefährlich wird wie das heutige? Glaubst du das, Cheyenne? Hey, Cheyenne! Was? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen, Sonnenherz? Aber ich denke schon. Ich will's hoffen.